Hey liebe Nosy Rosy, es ist Sonntag und ich bin die Mia. Wir haben diese Woche das Thema Freunde und Outing. Ich habe mir eine Freundin besorgt, die Linda. So, ja, Linda, jetzt darfst du mal erzählen, wie haben wir uns kennengelernt? Hattest du eine Vorahnung und was denkst du über Homosexualität? Also vorweg, im Grunde habe ich die am Anfang gar nicht gekannt. Ah. Ja, es war auf dem Festival, da war schon total dicht. Und das da schneide ich raus. Und ja, ich habe halt von Freunden mitgekriegt, dass du lesbisch bist. Aber okay. Boah, ich habe nicht so viel drauf gegeben. War mir eigentlich relativ egal, mein Gott. Und boah, als ich dich dann kennengelernt habe, hat sich das bestätigt. Sie erzählen keine Lügen über mich. Richtig. Ja, und ansonsten, jeder wie er es braucht. Oder nicht? Ja, sehr cool auf jeden Fall. So, jetzt wisst ihr, wie wir uns kennengelernt haben. Ich schaue mal, ob ich noch jemand anders finde von meinen Leuten. Und wenn nicht, dann bis nächsten. So, jetzt von zu Hause. Ich habe leider keinen mehr gefunden, der spontan Zeit hätte. Aber ja, in den meisten Fällen von meinen Freunden, also vom engeren Freundeskreis, hat sich irgendwie keiner abgewandt von mir. Das war eher so, ja, entweder, also einige kamen selbst zu mir, als sie dann merkten, hey, irgendwie komplett vom Styling her anders und meinten so, hey Mia, was ist los? Komplett anders und ja, da kam es dann halt mal so ins Gespräch, ja, ich weiß nicht, aber irgendwie zieht es mich mehr zu den Frauen und da war es eigentlich gar kein Problem. Und die, die nicht gefragt haben, da habe ich es eigentlich bekannt gemacht bei meiner Freundin, ja, bei meiner Ex, als ich die hatte. Also da meinte ich dann so, ja, hey Leute, das ist meine Freundin und ja, die wurde auch gut aufgenommen. Also kein Problem. Genau. Die Leute aus dem, ja, ich sag jetzt mal, Bekanntenkreis, die man halt so kennt, da haben schon welche komisch reagiert und es kamen auch ein paar blöde Sprüche von wegen, ja, brauchst doch mal einen Typ, der dich richtig durchnimmt und ja, also da waren die Reaktionen unterschiedlich. Aber da habe ich für mich selber gesagt, so hey, so bin ich einfach und ich werde mich nicht für dich ändern. Entweder kommst du damit klar oder nicht. Und ja, genau. Ja, eigentlich sehr gut. Ja, und wenn ich jetzt Leute kennenlerne, also ich gehe nicht hin und sage, hi, ich bin die Mia und ich bin lesbisch. Ja, das kommt dann auch irgendwie so durch bei Gespräche und wenn man sich vielleicht öfters dann sieht, dann merkt man es teilweise auch selbst oder dann kommen halt mal welche, hey, Mia. Wie sieht das bei dir so aus mit einem Freund? Und dann halt eben so, boah, ja, den hab ich nicht. Und dann so, ja, wie wär's mit mir? Nee, tut mir leid. Ja, also so läuft das Teil, also eigentlich meistens ab oder und wie immer. Genau. Ja. Sonntag, haltet die Ohren steif. Ciao, die Mia.